Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei dem Bauern, bis der ihm seine Schweine füttern ließ auf die Felder. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über den Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Da machte sich auf den Weg und ging zurück zu deinem Vater. Der kannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt das schönste Gewand aus dem Haus, legt das meinen Sohn an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt ist er wieder lebendig geworden. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen an, fröhlich zu sein. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Ferne die Tanzmusik. Er rief einen Knechten herbei und fragte erstaunt: Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hatte er das Mastkalb schlachten lassen. Und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu: Komm und freu dich doch mit uns. Doch er entgegnete ihm: All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangst. Aber nie hast du mir auch eine einzige junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückgekommen, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten? Sein Vater redet zu meinem Sohn: Du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir wollen allen Grund, fröhlich zu sein, haben wir. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Vater, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Dein Wort, das wahrhaftig ist, dein Wort, das uns führt in Kraft, dein Wort, das uns leitet in Wahrheit und das Wort, das zurückbringt in der Liebe. Herr, wir danken dir, Herr. Komm, führe du uns, Herr. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, Herr, der uns nie aufgibt, Herr. Auch da, wo wir oft so viele Fehler gemacht haben, Herr, vergib, Herr. Herr, wir möchten sein ein Werkzeug deiner Gnade und gehen in der Kraft deines Wortes. Im Bewusstsein, du bist der Gott, der uns führt. Du bist der Gott, der Neues wird in unserem Leben. Und in dir sind wir mehr als Überwinder. Darfst dich gerne setzen. In Jesu Namen. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch schon mal Fehler gemacht hast. Ich weiß, ich habe eine ganze Sammlung. Ich bin Champion in Fehlersammeln. Und die schlimmsten Fehler sind die, die wir machen, wo wir uns 100% sicher sind, wir haben recht. Hast du das schon mal durchgemacht? Du bist dir sicher, du bist recht. Du bist sogar laut mit der Stimme. Du verteidigst deinen Standpunkt, weil du weißt, du bist richtig. Und hier ist die wunderbare Geschichte, aber am Ende ist ein Sohn und der Fehler dieses Sohnes war, er dachte, er hatte recht. Schau mal zu deinem Nachbarn, sag, so geht es dir auch bestimmt manchmal. Wir denken, wir haben recht. Und ich glaube ganz fest, am Ende, wo wir feststellen, dass wir falsch lagen, es ist immer etwas sehr Peinliches. Hauptsächlich wir Männer, weil wir gewöhnlich Recht haben. Halleluja, das war gut, ja. Dieser Text, was wir gelesen haben, erzählt die Geschichte eines Mannes, der diese Erfahrung gemacht hat. Nun, er dachte, er hätte vollkommen Recht und nicht gerade in allen Punkten, so wie wir vielleicht auch seine Predigt es nennen würden. Und
Jesus erzählt diese Geschichte, weil er wollte, dass die Menschen, die ihm zuhörten, mit diesem Mann sich identifizieren, der in seinen eigenen Augen richtig war. Der ältere Bruder. Der Bruder, der zu Hause geblieben war. Der Bruder, der schon lange da war. Die 99 Schafe. Ich erinnere mich, wo wir nach Deutschland kamen, das sind jetzt genau Mitte April, waren es 30 Jahre. Und ich hatte schon in Brasilien eine Gemeinde ausgesucht, wo ich hinging. Wir kamen am Samstag an in München, es war genauso wie jetzt. Und dann am Sonntag hatten wir einen Gottesdienst und am Montag war der 1. Mai. Und wir waren eingeladen. Wir kamen mit unseren 4 Kindern, ich habe mich gut verstanden mit dem Pastor. Und er hat uns eingeladen. Und uns eingeladen, ich fand das so wunderschön, Mensch, wir sind eben angekommen, der ladet uns schon ein. Und dann habe ich nächsten Sonntag zu einem der Mitglieder gesagt, Mensch, ihr habt ja wirklich eine super Gemeinde, ich bin eine Woche da und der Pastor hat uns schon zum Essen eingeladen. Er schaut mich an und sagt, der Pastor hat euch zum Essen eingeladen. Ich sagte, ui, ui, ui. Das gab ein ziemliches Problem. Dieser Mann, der war schon dutzende Jahre in der Gemeinde, hat den Dienst getan, jede Woche und war noch nie eingeladen worden vom Pastor. Oh Geschwister, wie schnell werden wir in einen Bereich, wir merken es gar nicht, obwohl wir Recht haben, sind wir falsch. Obwohl wir im Rechten sind, sind wir im Irrtum. Obwohl das Recht auf unserer Seite ist, sind wir schuldig. Weil wir nicht nach dem ersten Gebot, nach dem Gebot der Liebe gehandelt haben. Diese Fehler, die der Sohn gemacht hat. Er schätzte seinen Bruder falsch ein. Ist sie manchmal so? Jemand, dieser Bruder, er war zurückgekommen, er hatte alles gesehen, er hatte so viel erwartet und er übersah die Buße und das reue Herz des Bruders, der zurückgekommen war, der alles auf sich genommen hat, sich bereit erklärt hat, um zurückzukommen. Am Anfang war es nicht keine Buße, es war nur eine Reue. Eine Reue in Bezug auf den finanziellen Nachteil, den er jetzt hatte, in Bezug auf die Mitarbeiter, in Bezug auf die Arbeiter. Aber am Ende sagt er, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen den Vater. Am Ende kam diese Erkenntnis der Buße. Und wie oft ist das schwierig, hauptsächlich, wenn du in einem hohen Level, wenn du der ältere Bruder bist. Die Bibel sagt uns von David, wo David zu diesem Kampf kommt, da ist sein Bruder Eliab und sagt, ich kenne deine Bösartigkeit, ich kenne deine Boshaftigkeit. Wo hast du die wenige Schafe gelassen? Wenn wir empört sind, gewöhnlich ist es uns wichtig, dem anderen zu demütigen. Da steht nicht geschrieben, dass es wenige Schafe waren. Der ältere Bruder, er hatte nicht dieses barmherzige Herz des Vaters. Jemand könnte vielleicht dir Recht, Unrecht angetan haben, könnte dir etwas Unrecht getan haben. Aber wenn Gott beschließt, denjenigen, der Unrecht getan hat, zurückzunehmen, dürfen wir unser Herz dieser Person nicht verschließen. Und das ist das Wunderbare. Der Grund, warum wir errettet wurden, ist, weil wir auch mal der jüngste Sohn waren. Wir sind nur als ältester Sohn da, weil eines Tages der Herr uns aufgenommen hat als verlorenen Sohn. Wir Menschen, wir erinnern uns ja nicht gerne an die Momente, wo wir ein Fettnäpfchen waren. An die Momente, wo wir noch jung waren. Ich habe mal eine Umfrage gemacht. Wenn du wieder 17 wärst, was würdest du am ersten tun? Und etliche sagten, das erste meine ganze Vergangenheit löschen. Aber es waren etliche, die sagten, meine Mutter umarmen und sie nie wieder loslassen. Wisst ihr, Geschwister, wir haben einen Vater, der uns liebt, einen Vater, der einen Plan in unserem Leben hat, einen Vater, wo wir in der Gnade Gottes gehen. Hast du schon mal in deinem Leben für jemand ein Auge zugedrückt, weil du ihn liebtest? Ich kam eines Tages vom Frühgebet und war eine Schule vorbei, da war das grüne Pfeil, war grün da, aber hinten war das schon rot und ich fuhr angebogen. Auf einmal sah ich hinter mir bei einem Polizeiwagen. Und
Und er kam und fragt mich, haben Sie das Zeichen übersehen? Nein, ich sage, ich habe Sie übersehen. Er hat das überhaupt nicht witzig gefunden. Und hat mir erklärt, eigentlich war ich richtig, weil ich war schon auf dem halben Weg und dann kam der mit Zeichen. Sagte, Sie haben hinten ganz schön groß Jesus geschrieben. Ich sage, ja, habe ich hinten Jesus geschrieben, ja. Also sind Sie christlich? Ja, Sie folgen die Gesetze. Ich sage, wissen Sie christlich sein? Das müsste ich jetzt sagen, das kommt jetzt nicht gut bei Ihnen an. Aber das hat mit der Liebe Gottes zu tun. Und ich müsste schon die Gesetze folgen, das stimmt schon. Aber nicht deswegen bin ich christlich. Ich bin christlich, weil eines Tages der Herr Jesus alle meine Schuld vergeben hat. Da sagt er, lieber Mann, wenn es so ist, dann mache ich das auch. Ich dachte, boah. Er sagt, in Wirklichkeit, wenn Sie einen schlecht gelaunten Beamten genommen hätten, hätten Sie jetzt schlechte Karten. Und ich war mir 100% gewiss, ich war richtig, weil ich bin bis zu der Hälfte und dann war der grüne Zeichen, könnte ich links. Aber es war wegen Schulzeit und dann ist es rot geworden, da war ein Bus davor und irgendwas war da. Und ich merkte auf einmal, wie sehr auf einmal das Richtige falsch erkennen werden. Und wie sehr wir auf einmal auf die Gnade von jemand angewiesen sind. Wie oft haben wir Menschen, die wir lieben. Und die kneifen ein Auge zu, wo wir manchmal hätten Gerechtigkeit üben sollen. Die Bibel sagt, dass die Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Liebe ist etwas, wo Gott uns in Gnade führt, wo Gott uns in Liebe führt, wo wir in der Gnade gehen. Er schätzte seinen Bruder falsch ein. Zweitens, er schätzte seinen Vater falsch ein. Er macht einen zweiten Fehler. Er beklagte sich darüber, Zielscheibe ungleicher Behandlung zu sein. Er fühlte sich ungerecht behandelt. Und er murrte. Er dachte, der Vater war nicht fair. Denkst du das manchmal, dass Gott nicht fair war mit dir? Unabhängig, manchmal ist es wegen unser Aussehen, unser Einsehen, unsere Familie, unsere Herkunft, unsere Gaben, unseren Körper, unsere Gebete, die nicht erfüllt wurden. Ich fand das wunderschön heute im Frühgebet, dass wir die Freude behalten. Selbst dann waren unsere Gebete noch nicht erfüllt werden. Gott schenkt uns diese Freude. Und der Vater, er ist ein gnädiger Vater. Und wir müssen lernen, den Vater dankbar und treu zu sein, selbst da, wo wir uns nicht verstanden fühlen. Das Leben ist ein ständiges Erfahren. Wenn man ein Kind ist, versteht man die Eltern nicht. Wenn man älter wird, kann man die Kinder nicht verstehen. Wenn man Großeltern wird, versteht man nicht die Schwiegerkinder. Wenn man erstmal ein schwieriges oder ein schwieriger Vater wird, dann versteht man nicht die anderen Leute. Und dann auf einmal, ich erinnere mich, mein Vater war mal ein sehr gesunder Mensch, 93 war am Ende des Lebens, sagte, jetzt, wo ich anfange, die Sachen zu checken, muss ich gehen. Wisst ihr, Geschwister, oft merken wir gar nicht, wie lange wir dauern, um zu checken, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Gnade hat nichts mit Verdienst zu tun. Gnade ist Gnade, unverdiente Gnade, unverdiente Liebe. Und Gott liebt uns. Wir dürfen in der Gnade Gottes gehen. Wir dürfen in der Liebe Gottes gehen. Aber oft hat ein Hirte es nicht leicht, weil wenn er nach dem verlorenen Schaf trachtet, hat er 99 Schafe, die meckern. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir in Anspruch nehmen, dass unser Bruder, Schwester, Ehepartner, Vater, Sohn, Freunde, du hast mir eine ganze Woche nicht angerufen, ne? Wusstest du, dass ich vorige Woche Geburtstag hatte? Wusstest du, dass ich einen Abschluss hatte? Weißt du, wie lange es schon her ist, wo du das letzte Mal mir zum Essen eingeladen hast? Wir sind oft so anklagend und die Bibel zeigt uns hier von dem älteren Sohn und vergleicht ihn mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, wo keine Liebe, wo keine Gnade, wo eigentlich kein Interesse da ist. Und er schätzt nicht nur seinen Bruder falsch ein, er schätzt seinen Vater falsch ein. Und er schätzt sich selbst falsch ein. Unfehlbar, perfekt, fair. Keiner von uns ist perfekt. Dieses falsche Gefühl der Selbstgerechtigkeit, das ist furchtbar schädlich. Das ist eine fehlende Demut. Stolz führt ins Unglück. Große Menschen Gottes waren alle demütig.
waren alle demütig. Weißt du, was bedeutet, demütig zu sein? Das heißt, den Mut zu haben, ein D zu singen. Nein, demütig zu sein bedeutet, dass wir bereit sind, uns zu erniedrigen. Selbst da, wo wir es nicht tun bräuchten. Gott, er kommt und er segnet Menschen, die ein bußfertiges Herz hatten. Wir haben, wenn wir in der Gnade Gottes gehen, wenn wir in der Liebe Gottes gehen, wenn wir in den Verheißungen Gottes gehen, Gott schenkt uns Kraft, wir dürfen seiner Gnade gehen. Und wir merken oft, warum wir? Weil wir schätzen eine Person falsch ein. Wir denken oft, diese Person, eigentlich ist das nicht wert. Der Bruder sagte, ich habe immer zu dir gehalten, ich habe gerackert wie verrückt. Und dieser dein Sohn, er nennt ihn nicht mehr Bruder. Wie ist Stolz etwas, das uns so schnell erwischt, nicht wahr? Ich war nach München gekommen damals und ihr wisst, ein Fußballspieler hat diese Gemeinde gegründet. Wir haben damals begonnen, er hat mich eingeladen zum Training in diesem bekannten Fußballverein in München. Und da hat er mich den Trainer vorgestellt. Ich dachte, boah, und dann saß ich mich da im Trainingsgelände hin. Da war ein Mann, der saß bei mir beiseite. Der sagte, der Junge sagte, Sie sind Brasilianer. Ja, ich sage. Er sagt, verstehen Sie was von Fußball? Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich sage, natürlich. Ich sage, was finden Sie von den Jungen da, den Matthäus und so? Ich sage, gut, da und rechts, wenn ich nicht so gut war. Habe ich meine Meinung gesagt? Ja, sagt er, gute Meinung. So. Am Ende verabschiedet sich, sagt er, wie ist Ihr Name? Sag ich, Theodor Friesen. Sag ich, und Ihrer? Sagt er, Gerd Müller. Ich sage, wie bitte? Gerd Müller, der Bomber der Nation. Ja. Weißt du, wenn du so gedemütigt wirst, dass du auf dem Fußboden spuckst und da reinspringst und wegschwimmst? My goodness, wie schnell kommt unser Stolz raus. Wie schnell vergessen wir, dass es nur die Gnade ist, dass wir nun der Gnade Gottes gehen. Diese drei Fehler. Er blickte seinen Bruder finster an und verweigerte ihm Vergebung. Er murrte gegen seinen Vater und hielt sich für ungerecht. Und er verzichtete auf Demut und hielt sich für sehr vollkommen und sehr gut. Und das Schlimmste, mit diesem Fehler wurde ihm diese Gnade entzogen. Ah, Geschwister. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schulden. Eines Tages im Himmel werden wir von dem Standpunkt der Gnade und der Gerechtigkeit unser Leben betrachten. Und kennst du das, was einer meiner Enkelsohne sagt? Nein! Nein, schon wieder! Nein, schon wieder! Der Apostel Paulus, er bringt es ganz gut auf den Punkt und er sagt, all das, was ich eigentlich hatte, all die Erkenntnisse, all die religiöse Kenntnisse, ich verachte es als Dreck, um nicht ein anderes Wort zu gebrauchen. Nur die Gnade, nur die Liebe, nur da, wo wir in der Gotteskraft gehen, nur da kommt Erneuerung. Diese Gemeinschaft, die wir haben, die Bibel sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut seines Sohnes reinigt uns. Das bedeutet, es muss Gemeinschaft Möglichkeit sein mit allen Menschen, die ich kenne. Und wenn es nicht mehr möglich ist, ist Zeit, in Vergebung zu gehen. Ist Zeit, in Buße zu gehen. Ich erzähle immer wieder, wo ich anfing, mit dem Heiligen Geist mehr zu geben, wie oft der Herr mich aufgeweckt hat, und ich musste Menschen um Vergebung bitten. Ich dachte immer, ich war so ein toller Kerl. Und desto mehr das Licht der Gnade in uns hineinkommt, desto mehr Licht kommt, mehr Fehler sehen wir. Desto mehr Licht hineinkommt, mehr Schmutz sehen wir. Desto mehr Licht hineinkommt, mehr Dreck sehen wir. Wo wir unsere mittlere Reife Abschluss hatten, brauchten wir einen Sakko. Ich hatte keinen Sakko, aber ich hatte einen Freund, der hatte einen gebrauchten Sakko und den wollte er mir anbieten. Ganz günstig. Und dieser Sakko war auch ganz gut, solange die Leuchtkraft nicht über so 30 Watt war, sah keiner einen Fehler. Ich fand das wunderbar, ein Abschlussfest habe ich den angezogen. Und am anderen Tag war eine Party, ein Geburtstagsparty. Ich sagte, wunderbar, ich ziehe denselben Sakko an. Ich wusste nicht, dass es draußen war, in Brasilien mit Sonnenschein. Ha! Geschwister, ich habe noch Fotos, das sah so schrecklich aus, dieser Sakko. Der war so dreckig, das bestimmt so viel mal Kaffee und Kakao. Und der ist nie gewaschen worden. Du, das sah wirklich, das war furchtbar. In den Dunkeln sah man das Dreck nicht. Desto mehr Licht hineinkommt, desto mehr Erkenntnis kommt, desto mehr siehst du.
Und das, du kannst mit einem Licht so stark, dass du beim Röntgen bist, da siehst du sogar, was drinnen alles falsch ist. Das Licht Jesu Christi, wo wir als Licht leuchten sollen, es durchleuchtet uns und zeigt überall da, wo nicht Gnade, wo nicht Liebe, wo nicht Frieden ist, wo wir eigentlich in einer Religiosität, wo wir in einem Ritual gehen, wo wir an eine Gesetzlichkeit noch gebunden sind und wirklich noch denken, dass wir das, was wir Gutes gemacht haben, dass wir dafür Punkte bekommen dürfen sollten. Aber vergessen, wenn es so wäre, überall da, wo wir Fehler gemacht haben, und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich habe eins erkannt, wenn wir nicht in der Gnade Gottes gehen, wenn wir nicht wissen, dass wir nur aus Liebe gerecht geworden sind. Und deswegen sind die Menschen, der Herr Jesus erzählte da ein Gleichnis von zwei Schuldnern. Einer hatte eine kleine Schuld, der andere eine große Schuld. Und beide wurden vergeben. Er sagte, wer meinst du, wer ist dankbarer? Wer liebt am meisten? Der, dem eine große Schuld vergeben wurde. Unser Problem ist, dass uns wurde eine große Schuld vergeben, aber wir denken eigentlich, die Schuld, die war nicht so groß, nicht wahr? Eigentlich, ich war immer brav. Eigentlich habe ich es verdient. Der Jesus, ich finde es gigantisch, er kommt hier und ich finde es gigantisch, dieser Kapitel 24, dieser mein Sohn, er war nicht böse und ist gut geworden. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Du warst nicht ungefähr gut, du warst tot. Tot. Tod kannst du nicht ändern, ohne dass Leben hineinkommt. Und nur einer ist der, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das ist Jesus Christus. Oft schauen wir nach religiösen Maßstäben und wir denken, wir könnten etliches erreichen, wenn wir mehr Gunst bei den Menschen, wenn wir Wohltätigkeit, wenn wir mehr für Umweltschutz, wenn wir mehr würden machen in Bezug auf den CO2 und weiß nicht, welche Buchstaben alle in der Luft sind. Und wir merken gar nicht, wir verpassen es, in der Gnade Gottes zu gehen, weil wir den Geist der Anklage sehr stark in unserem Leben haben. Seit Kindheit auf. Es war damals mein Vater, es war mein Bruder, es war meine Lehrerin in der Grundschule, es war der Polizist damals auf der Straße, es war mein Vorgesetzter, es war mein Ausbilder, es war damals dieser Richter, es war damals dieses Verfahren, es war damals diese Erbgeschichte. Und wir haben immer und fehlen einen Schuldigen. Und wir zeigen mit dem Finger auf Schuld und Schuld und Schuld und können nicht wachsen, wir können nicht Gnade haben, wir können nicht Frieden haben, wir können nicht Freude haben, weil Vergebung in unserem Herzen nicht weitergegeben wurde. Und Vergebung ist keine Anbahn. Uns wurde vergeben und wir dürfen vergeben. Und uns wird vergeben, wenn wir vergeben. Und wenn wir vergeben, dann kommt die Vergebung. Und Gott bringt uns in Vergebung die Gnade, dass wir in der Liebe Gottes, dass wir Freude haben. Wie wunderbar ist es, wenn wir in der Gnade Gottes gehen und du erkennst deine Schuld und du sagst, bleibst in der Liebe und du bleibst in der Wahrheit. Das ist das Wunderbare. Wenn wir in der Wahrheit bleiben, brauchen wir kein gutes Gedächtnis haben. Denn du bist in der Wahrheit. Aber wenn du nicht in der Wahrheit bist, musst ein sehr gutes Gedächtnis haben. Denn so leicht gehen wir im Fettnäpfchen. Ich finde es gigantisch, wenn ich den Apostel Paulus sehe und in Römer. Er sagt in 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Dann sagt er Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Leib dem Gesetz der Sünde. Und dann kommt dann Kapitel 8, wo er diese ganze Vergebung, diese ganze Gnade, dieses ganze neue Leben im Geist. Ich habe etliche Jahre mein Leben jeden Tag Römer Kapitel 8 gelesen. Es ist so wunderschön, wo er uns zeigt in der Gnade Gottes. Er sagt, wer kann uns teilen? Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Und er spricht darüber, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und er sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir haben die Verheißung Gottes in der Liebe Gottes, in der Gnade Gottes. Wir dürfen in seiner Liebe gehen. Und Vers 28 kommt er mit dieser wunderbaren Aufforderung. In Römer 8 haben wir Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte jemand noch etwas hoffen, was er schon sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir darauf auf Geduld. Und dann sagt er 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann kommt er, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?
Und am Ende kommt er mit dieser Gewissheit. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukunft, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, noch irgendeine andere Pandemie, noch irgendeinen anderen Ukraine-Krieg, uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir haben einen Gott und dieser Gott, unabhängig wie ungerecht du behandelt wurdest, dieser Gott ist noch an Kontrolle. Selbst wenn du die Kontrolle verloren hast, Gott verliert nicht die Kontrolle. Selbst wenn du am Ende bist, Gott ist nicht am Ende. Selbst wenn du denkst, dass deine Situation aussichtslos ist, Gott hat einen anderen Plan. Es waren so viele Männer Gottes, sie sagten, sie werden sterben, aber Gott hatte einen anderen Plan. Sie dachten, sie sind am Ende, aber Gott zeigt, das ist der Anfang. Sie dachten, sie würden es nicht schaffen, weil sie keine Möglichkeiten hatten. Aber wenn Gott in dir ist, wenn Gott mit dir ist, wenn Gott in deiner Seite ist, mit Gott sind wir immer in Mehrheit, mit Gott sind wir immer stärker, mit Gott sind wir immer an der besten Seite, mit Gott werden wir nie versagen, denn Gott führt uns in Gnade, er ist der Gott, der uns liebt. Und wenn Gott für uns ist, Halleluja. Wir haben einen Gott, der uns liebt. Wir haben einen Gott, der uns führt. In seiner Gnade dürfen wir gehen. Der verlorene Sohn, er hat sich auf nichts berufen können. Er hat sich nur berufen können auf die Gnade. Und er kommt mit einem zerbrochenen Herzen und voller Schuld. Und der ältere Bruder, er kommt mit einem stolzen Herzen und voller Recht. Und ich möchte dir sagen, vor Gott ist ein Herz voller Sünde, aber Zerbrochenheit mehr wert als ein Herz voller Recht, aber in Stolz. Dieser Stolz, den Gott an Satan erinnert, war Lucifer, diesen Stolz. Denn Stolz ist nicht nur eine Sünde gegen Gott, denn Stolz ist eine Sünde, wo du Gottes Platz einnimmst. Wenn du stolz bist, du nimmst Gottes Platz ein. Und du gibst dir das Recht, Menschen zu beurteilen, zu sagen, was Menschen getan haben, Menschen zu richten. Und wir vergessen, dass wir eigentlich überhaupt nicht richten können. Ein Sklave hat nicht das Recht zu richten. Ein Sklave, der freigelassen wurde, hat das Recht zu feiern, zu danken, zu loben und keine Ansprüche zu stellen. Denn nur die Gnade, nur die Gnade, nur die Gnade hat ihm erlöst. Ich erinnere diesen großen Mann Gottes zu meiner Jugendzeit. Er war ein großer Mann Gottes und hat einen Reporter gefragt, sagte, eines Tages, wenn du im Himmel kommst und die Leute dir fragen werden, wie hast du es geschafft, im Himmel zu kommen, sagt er, werde ich sagen müssen, es war Gnade, lauter Gnade, nur die Gnade, die mich erlöst hat. Stehen wir bitte auf. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir als Gemeinde Jesu Christi mehr in Demut gehen würden, mehr in dem Bewusstsein gehen würden, dass es nur die Gnade ist, würden wir seinen Namen viel mehr verkündigen, würden wir viel mehr in der Gnade Gottes, viel mehr Freude im Haus des Herrn haben, viel mehr Bereitschaft zu dienen, viel mehr Bereitschaft, aus unser Recht zu verzichten, viel mehr Bereitschaft auch zu sein, dass wir mal auf all diese Ansprüche verzichten und merken es gar nicht. Ich erinnere mich, wir waren in einer Beerdigung von einer Schwester der Gemeinde. Viele, viele Jahre hat sie für eine Tochter gebetet. Diese Tochter hat, seitdem sie sich bekehrt hat, keinmal mehr sich bei ihr gemeldet, jahrzehntelang. Und auf der Beerdigung war sie da. Die Frau hatte ein Haus, es gab Erbschaft. Und ich kam zu ihr, ich redete mit ihr. Da sagt sie, wie habe ich meine Mutter doch so geliebt? Dann sagte ich zu ihr, weißt du, deine Mutter hat dich auch sehr geliebt. Sie hat jeden Tag für dich gebetet, hat immer so viel Gutes von dir erzählt. Sie sagt, meine Mutter hat Gutes von mir erzählt, ja, ich sage, deine Mutter hat so viel Gutes von dir erzählt. Da kamen ihr die Tränen. Wisst ihr, Geschwister? Ich kann nichts dafür, was Menschen über mich sagen. Aber ich kann im Geist Gottes kontrollieren, was ich über Menschen sage. Ich kann machen, dass ich als Kind Gottes, der den Geist Gottes hat, nur über die Person etwas sagen, was dem Geist Gottes, wo die Freude am Herrn, wo die Gnade Gottes, wo die Zuversicht, wo die Vergebung, die ich erlangt habe, dem Nächsten auch wiedergebe. Das ist mein Gebet. Vielleicht schauen Sie heute zu und ich bin mir sicher, sie haben sehr viel Unrecht gelitten. Viele Menschen haben Böses angetan. Es gibt sehr viel Traumas, es gibt sehr viel Missbrauch, in welchem Bereich auch immer, in der Kindheit. Und wir laden diese Schuld, wir laden diese Anklage und wir kommen in Mutlosigkeit, in Ängste und Befangenheit. Und der Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er will dich erleichtern, er will dich erquicken, er möchte dir Freude, er möchte dir Kraft schenken. Wenn wir auf unserem Recht verzichten, dann gibt er uns das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ich lade dich ein heute, vielleicht ist das lange her, wo du nicht mehr den Heiligen Geist spürst,
wo Dinge im Leben falsch gelaufen sind, wo Scheidung, wo Ängste, wo Anklagen und wir mit Händen und Füßen uns verteidigen mussten. Und ist die Geborgenheit nicht mehr da. Wir fühlen uns angeklagt. Und wir haben uns distanziert von der Gnade, von dem Herrn, von der Gemeinde. Die Bibel sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Der älteste Bruder, dem gefiel diese Gemeinschaft nicht. Er hatte das Sagen, wo er allein mit dem Vater war. Aber Gemeinde Jesu ist nicht, dass du das Sagen hast, sondern dass du wirklich diese Liebe weitergibst. Und vielleicht ist es Zeit, wieder Menschen das Recht zu geben, in deinem Leben Nein zu sprechen. Ich möchte sagen, sie sind herausfordernd. Wo Menschen sind, da menschelt es. Aber wir brauchen sie, damit wir in der Gnade Gottes wachsen, damit unsere Hoffnung wieder gefestigt wird, damit unsere Geduld wieder gestärkt wird und damit wir wirklich in der Liebe Gottes diese wunderbare Gemeinschaft im Heiligen Geist haben. Und ich lade dich ein, heute zurückzukommen zu dieser ersten Liebe. Wenn du willst, kannst du mit mir beten. Sag einfach, lieber Vater im Himmel, durch Jesus Christus komme ich zu dir. Und es tut mir leid, Herr, dass ich mich entfernt habe von deiner Gnade, dass ich mich entfernt habe von deiner Liebe und dass ich zugelassen habe, dass mein Herz verhärtet wurde. Ich bitte, komm, Herr Jesus, vergib meine Sünde. Schenke mir Kraft, zurück zu der Berufung zu gehen, zurück zu deinem Wort, zurück zu meiner Zukunft, die du für mich vorgesehen hast. Und ich lobe und preise dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Kannst du mir einen Applaus geben? Halleluja. In der Autobahn zum Himmel gibt es die meisten Ausfahrten, sagte mal ein Mann Gottes. Und wenn du nur eine Ausfahrt nimmst, das ist manchmal von Selbstmitleid, das ist von Ängsten, es ist von finanzieller Habgier, es ist von Unterdrückung, es ist von Verführungen, es ist von Lügen, von Menschen, die uns betrogen haben. Aber zurückzukommen ist ein Weg der Demut. Ich möchte heute beten für dich, dass Gott dir die Kraft schenkt, diesen Weg zu gehen. Dass Gott dir die Kühnheit schenkt, voranzugehen. Dass Gott dir die Erkenntnis schenkt, wie kostbar du bist, wie viel Gott in deinem Leben investiert hat. Und Vater, in Jesu Namen, wir bringen dir, Herr, unsere Herzen, Herr. Unsere Herzen, die verletzt, Herr, unsere Herzen, die voller Wunde, unsere Herzen, die irgendwie nicht vernarben wollen, weil da so viel Ungerechtigkeit gegen uns gemacht wurde. Ich bitte dich, komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, führe du, Herr, in der Kraft deines Wortes, die Gnade in unserem Leben, damit wir erkennen, welches Geisteskinder wir sind, Herr. Herr, du kennst jeden Einzelnen, Herr, der zugeschaltet ist. Du kennst jeden Einzelnen, Herr, der jetzt in Traurigkeit, in Ängsten, in Befangen. Du kennst jede Krankheit, du kennst, Herr, jede Verletzung. Herr, du kennst jeden Schmerz, Herr, du kennst die Vergangenheit. Du kennst die Belastung, die in der Seele deiner Kinder ist. Aber du sagst, kommet her zu mir alle. Alle Müdigkeit, alle Verletzungen. Du möchtest Ruhe schenken, du möchtest erleichtern, du möchtest uns erquicken, dass wir wieder in diese Geborgenheit, wieder zurück zur ersten Liebe. Diese Liebe, die die Leidenschaft für die verloren hat. Diese Liebe, die Vergebung für den hat, die uns verletzt haben. Diese Liebe, Herr, die im Zerbruch geht, damit unser Bruder und unsere Schwester wiederhergestellt werden. Herr, vergib unseren Stolz. Vater, in Jesu Namen, öffne du uns die geistlichen Augen. Hilf, dass wir unsere Herzen öffnen möchten, Herr, dass wir wieder verwundbar werden, Herr. Dass wir diesen ganzen weltlichen Panzer ausziehen, Herr. Und dass wir den Panzer deiner Gnade, deiner Liebe, der Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus anziehen, Herr. Vater, wir brauchen dich, Herr. Es ist deine Gemeinde, es ist dein Wort, es ist dein Leib, Herr. Ja, eines Tages, Herr, hast du den Mann geschaffen. Und aus dem Mann, Herr, wo er schlief, hast du die Frau geschaffen, Herr. Sie innen, Herr. Herr, eines Tages hast du die Braut Christi geschaffen, Herr. Herr, da, wo der zweite Adam, Herr, wo er, nachdem er gekreuzigt wurde, dort, Herr, am Tod war, Herr, auf seiner Seite, Herr, hast du die Gemeinde, hast du die Braut geschaffen, Herr. Da, wo du, Herr, auf deinem Recht verzichtet hast, auf alles verzichtet hast, ist die Gemeinde geboren worden, Herr.
Vergib, wenn wir so auf unser Recht bestehen, Herr. Herr, wir möchten sein ein Werkzeug deiner Gnade. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist.